Im Notfall geht es um Minuten, Sekunden, manchmal um Millisekunden, denn Zeit ist Leben. Ein optimaler Informations- und Kommunikationsfluss ist in einer Notsituation eine wichtige Voraussetzung, um eine schnelle Patientenversorgung zu garantieren. Zu einem immer wichtigeren Bestandteil dieser Kommunikation werden technische Lösungen, die möglichst ohne Störungen Daten der Patienten erfassen und übermitteln sollen. Somit unterstützen diese Systeme nicht nur Rettungsassistenten oder Ärzte am Ort des Geschehens, sondern den gesamten Prozess der Rettungskette. Sowohl für Notärzte als auch für Rettungsassistenten ist es so, dass sie mit lebenswichtigen Problemen von Patienten konfrontiert werden. Das heißt, Patienten fühlen sich nicht nur schlecht, sondern sind lebensgefährlich bedroht. Und sie müssen hier eigentlich schnellstmöglich die korrekten und richtigen Entscheidungen treffen. Insofern sind Unterstützungsmöglichkeiten für die beteiligten Kollegen sehr sinnvoll. TEMRAS, das telemedizinische Rettungsassistenzsystem, ist eine sehr gute Möglichkeit, weil wir dort mehr als nur das 12-Kanal übertragen können, was es bis jetzt schon in vielen Rettungsdienstbereichen in Deutschland gibt, sondern wir können sämtliche Vitaldaten, Sättigung, Blutdruckwerte, als aber auch Bild und Ton und natürlich auch Videodateien übertragen. Das telemedizinische Rettungsassistenzsystem kann für die Rettungsassistenten jederzeit eine notärztliche Kompetenz bereitstellen. Das heißt, wenn sie Probleme, Fragen oder Herausforderungen haben, für die sie im Moment im Rahmen der Behandlung des Patienten eine Unterstützung benötigen, können sie jederzeit einen kompetenten Kollegen mit dazu schalten, der ihnen Unterstützungsmöglichkeiten gibt. Mithilfe intelligenter Telematik, also der Kopplung von Informatik und Kommunikationstechnik, kann die Entwicklung eines Telenotarztsystems die medizinische Versorgung auf zahlreichen Ebenen unterstützen. Ja, wir haben die Dreiteilung, das heißt Telenotarztzentrale, wir haben den Rettungswagen und wir haben die mobile Einsatzstelle außerhalb des Rettungswagens. Im Rettungswagen selber ist eine EKG-Defibrillatoreinheit. Wir haben selbst dort eine Kommunikationseinheit entwickelt, die sowohl einmal im Rettungswagen fest verbaut ist, als auch innerhalb dieses Medizingerätes verortet wird, also das heißt in dieser Seitentasche angebracht wird. Wird also immer zur Einsatzstelle mitgenommen und stellt eben auch an der mobilen Einsatzstelle, das heißt in der Wohnung oder auf der Straße, eigentlich überall, eben die Kommunikation zur Verfügung. Der Telenotarzt hat natürlich die Möglichkeit, weitere Einrichtungen, eben insbesondere weiter behandelnde Einrichtungen, wie beispielsweise das Krankenhaus, zu informieren und mit notwendigen Daten zu versorgen, damit eben die Logistik verbessert wird in dem Gesamtsystem, damit Vorbereitungen getroffen werden können. Um die Benutzerfreundlichkeit sicherzustellen, machen wir natürlich umfangreiche Tests mit den Benutzern zusammen, um herauszufinden, wie am schnellsten diese Systeme bedient werden können, um eben sich nicht mit der Technik zu beschäftigen, sondern mit dem Patienten, denn das steht ja im Fokus und nicht die Technik. Um das Projekt vollständig in die Praxis einführen zu können, ist auch das Fachwissen von weiteren Experten nötig. Beteiligt an dem Projekt ist der Lehrstuhl für Informationsmanagement im Maschinenbau der RWTH Aachen, also ein Informatikinstitut der Universität hier in Aachen. Wir koordinieren das Projekt auch und sind auch verantwortlich für Netzwerkstrukturen, zum Beispiel aber auch Akzeptanzuntersuchungen. Daneben haben wir das Klinikum Aachen, insbesondere die Klinik für Anästhesie. Technische Partner sind dann wiederum die P3 Communications GmbH hier aus Aachen als Mobilfunkexperte. Und unterstützt werden wir aus der Industrie von Philips, die uns entsprechend mit Medizintechnik versorgen. Und auch die 3M stellt eben Medizintechnik zur Verfügung, die dieses Projekt ermöglichen. Die erste Erprobungsphase des telemedizinischen Rettungsassistenten erwies sich als erfolgreich. Aber welche Zukunft hat das Projekt? Das telemedizinische Rettungsassistenzsystem kann auf jeden Fall die Logistik im Bereich der Notfallmedizin optimieren. Es wird zwar ausschließlich in der Präklinik eingesetzt, kann allerdings für den Patienten die Wege optimieren in der Notaufnahme bis hin zu Versorgungskliniken, das heißt einer Schlaganfall-Spezialstation oder einem Herzkatheterlabor, und kann dort die Versorgungszeiten für den Patienten deutlich verkürzen.